So hat es die El so haben es die älteren Leute gesehen. Wenn man im westlichen Teil der Welt lebt, steht Terrasos Grab ständig über einem. Das heißt also, dass er Tag und Nacht die Sonnenstrahlen reflektiert. Und wenn man weiß, wie man es anstellen muss, reflektiert er sie nicht nur, sondern er verstärkt sie. Der Wanderer ist der, der sich am Himmel bewegt, wenn ich mich richtig an meinen Unterricht erinnere. Genau, der Wanderer umkreist Terrasos auf einer stabilen Umlaufbahn und zieht manchmal vor Terrasos Grab vorbei. Wenn man nicht weiß, was man tut, kann das zu mystischen Katastrophen führen. Ich würde gerne mal den Himmel sehen, ich würde die beiden Monde gerne mal sehen bei Abend. Das klingt nämlich ziemlich schön, das Bild. Kontrollierst du das Wasser oder ahmst du die Gezeitenwirkung der Monde auf das Wasser nach? Eigentlich beides, aber es amüsiert mich, dass dich der Unterschied interessiert. Unsere Eis- und Nebelzauber beeinflussen das Wasser direkt, aber mit eingeschränktem Wirkungsbereich. Das eigene Körpergewicht im Wasser zu verdrängen, ist eine beachtliche Leistung. Wollte ich aber eine Meeresströmung manipulieren, müsste ich nach und nach Wasser vor einem Boot bewegen, was mich in den Wahnsinn treiben würde. An dieser Stelle würde ich einen magischen Trick anwenden und einen Gezeitenstrom zu manipulieren. Zu simulieren. Ja, nicht manipulieren. Lass uns über was anderes sprechen. Hast du irgendwas über die Gezeitenwirker gehört, die vor dem Krieg weggegangen sind? Nein, und ich möchte mir auch keine Hoffnungen machen. Diese Feiglinge sind alle verschwunden. Wenn sie nicht auf dem Meer den Tod gefunden haben, sind sie für mich ebenso tot. Falls sie zurückkommen, um für das Gute zu kämpfen, behalte ich mir das Recht vor, angenehm überrascht zu sein. Aber ehrlich gesagt rechne ich nicht damit. Alle tapferen Gezeitenwirker sind gestorben. Anwesende nicht mit eingeschlossen. Schön, wir können uns über andere Arcana-Angelegenheiten unterhalten. You know, I normally charge for this, but for you... Weißt du etwas über die Magie der Archonten? Genug, um zu wissen, dass ich nicht in meinem Element bin. Ich habe nämlich viele der Archonten intensiv studiert und dadurch eine große Anzahl an Hypothesen und Vermutungen angestellt, aber ich bin noch keine Expertin. Und wie die meisten, welche die Archonten vergangener Zeiten zum Wirken von Magie angerufen haben, so frage auch ich mich, welcher Unterschied bezüglich Geburt oder Erfahrung einem das magische Potenzial gibt, Archont zu werden. Die meisten meiner Studien drehen sich um die Frage nach den Ursprüngen der Form. Es ist mir bekannt, dass wir die Magie von Archonten nachahmen können, die vor uns lebten. Aber ist es auch möglich, sich die Magie zukünftiger Archonten nutzbar zu machen? Bisher scheint die Antwort darauf Nein zu lauten. Sie schaut mit einem zerknitterten Grinsen auf den Boden. Was weißt du über die Altmauer und die Türme? Nicht genug, niemals genug. Lächelt und dreht ihren Stab in ihren Händen. Als Kind hatte ich schreckliche Angst vor den Altmauern, was wohl auf die meisten Leute zutrifft. Da ich nun Grabeslicht mit einem Fingerschnippen manipulieren kann, nun ja, ich glaube, als alte verhunzelte Hexe in den Altmauern zu sterben, wäre gar keine so schlechte Idee. Wäre gar kein so schlechtes Ende. Ups. Und was weißt du über die Geister? Mein Wissen stammt größtenteils aus Meister Camberils Werk und einer Nahtoderfahrung, als ich mich zu nah an die Altmauern herangewagt hatte. Nach meinem besten Verständnis sind die Geister Fetzen magischen Willens, die selbst ein langes Leben haben. Ich glaube, dass sie ihre Nester in den Altmauern haben oder sich dort vermehren. Denn das ist der einzige Ort, wo man regelmäßig auf sie trifft. Unsere Magie zieht die Geister an. Auf jeden Fall weiß ich aus eigener Erfahrung. Nochmal, das ist meine persönliche Theorie, aber ich vermute, dass die Magie entweder essen oder trinken. Also sind unsere Zauber für sie quasi Einladungen zu einem Festmahl. Water Mystics inside his king. Have also honed claws by hunting bane? Einsicht von Wassermystikerin ist scharf. Hat auch Klauen durch Jagd auf Geister geschärft? Die Tierfrau schnieft und nickt dir leicht zu. Sie lässt ein leises zustimmendes Schnurren ertönen. Ich muss wirklich in den Bereichen mit den Leuten reden, dass alle meine Chars anwesend sind und ich Kommentare höre. Well, I left out the part about all the times I've had to run for my life because I got too curious. Naja, ich habe den Teil darüber ausgelassen, wie oft ich
um mein Leben rennen musste, weil ich zu neugierig wurde. Ebb hebt den Stoff ihres Sarongs an, um dir eine tiefe Narbe auf ihrer Hüfte zu zeigen. Mhm. Sie schnaubt glücklich, sie schüttelt ihre Mähne und grunzt. Is nothing. His scar-brewed whelps earn in second season kill. Scars of near death are cut deeper. Ist nichts. Ist Narbe. Brustwelpen bekommen bei Töten in zweiter Jahreszeit. Nahtodnarben gehen tiefer. Sie fährt eine der längeren gezackten Linien nach, die sie sich überall über ihre Rippen und Brust ziehen. Wie kann es sein, dass du immer noch lebst? Will not die so easily. I'm not like humans. Sterbe nicht so leicht, bin nicht wie Menschen. Dann lass uns mal das Thema wechseln. Was kann ich jetzt? Lass uns über etwas anderes sprechen. What is it you need? Okay, dann komme ich wieder hier zurück. Erzähl mir was von dir. Was willst du wissen? Warum heißt du Ebb? Nun ja, ich wurde unter dem Namen Hudson Levenia geboren. Aber für den größten Teil meines Lebens und wohl auch für den Rest meiner Tage kennt man mich als Ebb. Gezeitenwirkerin Ebb, wenn man unterwürfig sein möchte. Ich habe wahrscheinlich noch ein paar Decknamen verwendet, die mich irgendwann einmal einholen werden. Hudson, ich wusste nicht, dass du adelig bist. Ich weiß, ich ziehe mich selbst an und koche mein eigenes Essen, wie irreführend. Meine Mutter war eine Magistratin von Arden, mein Vater ein Admiral. Jetzt aber ist das weitgehend unbedeutend, denn unser Land gehört dem Oberherrn. Und wie hast du deinen Spitznamen bekommen? Das ist einer von diesen nicht besonders lustigen Witzen, die viel zu lange hängen bleiben. Ich schrieb das Wort Ebbe bei einer schriftlichen Prüfung falsch, worauf Meister Vollfax begann, mich Ebb zu nennen. Er sagte, das würde zu mir passen, weil ich eine zynische kleine Pissnelke sei, die immer nur die Ebbe sieht, aber niemals die Flut. Wie sie sich dabei den Kopf fällt. Okay, lass uns das Thema wechseln. Wolltest du schon immer eine Gezeitenwirkerin sein? Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich wirklich gern zur See fahren. Die stämmige Lampe am Bug einer Trireme sein, die als erste zum Schädelspalten kommt, sobald die Schiffe zusammenstoßen. Ehrliche Arbeit heißt, du weißt schon. Zum Glück hat mich die Schule ausfindig gemacht, bevor ich auf dem Meer ums Leben kommen konnte. Das sind Kindheitswünsche, meine Güte, ey. Die Schule der Gezeiten wollte sich verjüngen und mein Vater war ein Admiral von Hafen. Die Schule wollte mich also aufgrund der politischen Verbindungen. Die ersten paar Jahre durfte ich damit verbringen, den Gezeitenwirkern zu beweisen, dass ich tatsächlich zu ihnen gehörte. Das war ein Spaß. So, was willst du noch wissen? Was hast du in den Jahren vor dem Krieg getan? Mein Ehemann wurde in Apex geboren und verließ sein blühendes Land, um mit mir zusammen zu sein. Und als das Nest leer war, schien es mir der richtige Schritt zu sein, mein Heimatland zu verlassen, um mir seine Seite der Stufen anzuschauen. Wir hatten ein bisschen mehr als ein Jahr für uns, bevor der Krieg alles durcheinander brachte. Wir haben uns ganz Apex angesehen. Ich fuhr mit ihm all meine alten Segelrouten um 5 Ehefrauen und Sunder ab. Das war eine gute Zeit. Dann kam der Krieg und ich erfuhr, dass ich eine der letzten Angehörigen des Stufenvolks sein würde, die frei von Kyros Herrschaft sind. Ich glaube, seit dieser Zeit ist mein Beruf eigentlich Eidbrecherin gewesen. Was willst du wissen? Erzähl mir von deiner Familie. Willst du wohl Salz in deine Wunden reiben, was? Sie leben alle nicht mehr, wenn du es wirklich wissen willst. Ich hatte einen Ehemann, 3 Kinder und Geschwister, mit denen ich ganz gut auskam. Klar, jede Familie hat ihre Probleme, aber ich hatte Glück. Unbeholfenes und gestelztes Geplänkel beim Abendessen war das Schlimmste. Erzähl mir von deinem Ehemann. Pelox Aldenos und ich heiraten im Jahr 410. Aldenos war schon ein Schwertkämpfer der Vendrienwache, als sie noch keine verhungerten Partisanen waren. Aber ich sah ihn mehr als Zimmermann. Holzbearbeitung war zwar nur ein Zeitvertreib für ihn, aber meine schönsten Erinnerungen handeln davon, wie er etwas zu formen versuchte und ich dumme Witze über die Härte seines Materials riss. Was ist aus ihm geworden? Er starb bei den Toren des Urteils. Ich sah ihn sterben, ich möchte nicht darüber sprechen, aber nur so viel.
Ich habe damit abgeschlossen und bin froh, dass ich mit ihm auf dem Schlachtfeld stand, als seine Zeit gekommen war. Ich vermisse ihn, aber vielleicht war es so das Beste. Er war zwar nur ein paar Jahre älter als ich, aber aufgrund meiner Studien blieb ich immer ein bisschen jünger als er und im Laufe der Zeit wuchs der Unterschied. Aldenos ließ langsam nach und wusste irgendwie, dass er bei den Toren des Urteils seine letzte Schlacht schlagen würde. Er hat wohl genau den Tod bekommen, den er sich gewünscht hatte. In diesem Sinne freue ich mich sehr für ihn. Kann ich nochmal was zu deinem Ehemann fragen? Was gefiel dir an ihm? Wie meine Karte gesagt hätte, wenn er dich dazu bringt, komisch zu laufen, dann behalte ihn. Obwohl er ein Berufssoldat war oder vielleicht gerade deswegen, kühlte Aldenos seine Wut bei Übungen und im Krieg. Wenn wir zusammen waren, war er so friedlich wie ein zugefrorener See. Oh, und wie dieser Mesker kochen konnte, er machte mir Appetit auf alles Mögliche. Vermutlich ist er mit Pelox Florian verwandt. In der Tat, ich bin die Schwägerin von Florian Travos Tyrell und habe eine ganze Armada von Cousins. Die Brüder standen einander vor dem Krieg alle sehr nah. Eine Schande, dass sie weit entfernt voneinander starben. Was ist mit deinen Kindern? Ich war Mutter der Zwillinge Trevenor und Lorma. Mein jüngster Sohn hieß Akamas. Adenos wollte noch mehr Kinder, aber ich näherte mich dem Ende meiner Prüfung an der Schule der Gezeiten. Und Duelle mit tödlicher Magie sind keine gute Idee, wenn man schwanger ist. Trevenor und Lorma wählten den Beruf meines Ehemanns und wurden Schwertkämpfer. Akamas mochte die Harfe mehr als Leute, was ich ihm überhaupt nicht verübeln kann. Ich sorgte dafür, dass meine Kinder das Lesen und Schreiben lernten, worauf ich verdammt stolz bin. Ist wahrscheinlich das Einzige, was ich richtig gemacht habe. Was ist mit den Zwillingen? Sie starben bei den Toren des Urteils. Oder zumindest wurde Trevenor dort von einem geschmähten Speer durchbohrt und starb. Norma nahm auch an der Schlacht teil, aber ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ich befürchte, dass sie vom Scharlachroten Chor rekrutiert wurde. Vielleicht trägt sie jetzt einen neuen Namen, falls sie noch am Leben ist. Was ist aus deinem Jüngsten geworden? Ohne Trevenor, Loma und Akamas? Nun, er erholte sich nie davon und nahm sich im Jahr 430 das Leben. Er zuckte mit den Schultern und ihr Blick geht in die Ferne. Ich hätte ihn in eine Trireme setzen und auf hohe See hinausschubsen sollen. Er hatte nicht um seine Geburt gebeten und ich hatte ihn auch nicht auf die Bitterkeit des Lebens vorbereitet. Mein herzliches Beileid. Erspar mir die Trauer, wir alle haben Familienangehörige an Kyros verloren. Ich habe gerade zwar in einer Schlacht verloren, aber selbst damit bin ich kaum ein Einzelfall. Okay, was ist mit dem Rest deiner Familie? Meine Familie gehörte zum Hafen der Urgestein. Meine Mutter war immer stolz darauf, von Hudson Rabban abzustammen, einem der Gründungsmagistraten der Stadt Ardent. Sie schaut mit gedankenverlorenem, verzogenem Mund zur Seite. Leider starben sie während der Eroberung, aber den Kontakt verlor ich nicht auf diese Weise. Ich verlor ihn, weil Magie und Reisen zu meinem Leben wurden. Hätte genügend Zeit gehabt, sie als Erwachsene kennenzulernen, aber ich habe es einfach verpasst. Aber das zumindest ist mein eigener Fehler. Ich kann Kyros schließlich nicht für alles verantwortlich machen. Ich weiß nicht, ob ich davon irgendwas glauben soll. Du scheinst überhaupt nicht besorgt zu sein. Well, I'm an accomplished liar, but I've no need to spin a tale about any of this. My husband, most of my kids, my parents. Kairos's thugs took them all. If I don't seem broken up, it's because I'm not. I don't feel such things anymore. Naja, ich bin eine vollendete Lügnerin, aber ich muss nichts hiervon erfinden. Mein Ehemann, die meisten meiner Kinder, meine Eltern, Kyros, Schergen haben sie mir alle genommen. Wäre ich nicht gebrochen wirke, da liegt es daran, dass ich es nicht bin. Ich fühle solche Dinge einfach nicht mehr. Du unterlegst deine Magie mit einer gehörigen Ladung Wut. I like to think of it more as well-refined rage. But amusing you noticed it all the same. Hate is akin to an acid. A poison of the heart that consumes most from within. And like any fluid, if you know how to hold it, you can apply it. Ich halte sie lieber für gut durchdachte Raserei, aber es ist trotzdem amüsant, dass du es bemerkst. Hass ist wie eine Säure, ein Gift fürs Herz, das einem von innen heraus auffrisst. Und wie bei jeder Flüssigkeit gilt, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, kann man sie auch anwenden. It's a trick of the trade, I suppose. One's surges and dry spells of emotion are no different than the rhythms of the waves. There's a shared logic to taming both. Sadness, mania, rage.
I suppose I have these things. But they're just humors in the blood to be pushed, needed and restrained as the situation demands. Das ist wohl eine Kunst meiner Gilde. Das Aufbrennen und Ausbleiben von Gefühlen unterscheidet sich nicht von den Rhythmen der Wellen. Die Zimmung beider ist mit einer gemeinsamen Logik verbunden. Traurigkeit, Raserei, Wut. Ich trage wohl all das in mir, aber es handelt sich nur um Stimmungen im Blut, die man je nach dem Situationsbedarf forcieren, formen und zurückhalten kann. Lass uns das Thema wechseln. Okay, fragen wir sie noch zum letzten. Wie hast du die Vendrien-Wachheit kennengelernt? Ungenügende Repräsentation. Welche Rolle spielt es jetzt noch, da sie weg sind? Sie schienen ja die letzte Hoffnung für die Stufe zu sein und eine kleine Dreckchance ist immer noch besser als überhaupt keine Chance. Okay. Lass uns weiterreisen. Gut. Da haben wir jetzt wieder das Thema Kyros. Der Krieg hat natürlich seine Schattenseiten. Das ist ganz klar. Wir können mit dem Turmarbeiter hier oben reden. Von den Wolken aus sehen die Stufen ziemlich friedlich aus. Okay. Dann lassen wir App jetzt mal etwas in Ruhe.